Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 13. Juni 2018. Heute ist Neumond. Das bedeutet, dass die beiden Lichter Sonne und Mond treffen sich in Tierkreiszeichen Zwillinge. Mond ist unsichtbar. Warum? Weil Mond hat kein eigenes Licht. Mond empfängt die Licht von der Sonne. Und wenn sie die beiden sich treffen, das heißt, die Sonne kann die Mond nicht bestrahlen und für unsere Wahrnehmung ist die Mond in diesem Moment unsichtbar und wir erleben das als Neumond. Mond bewegt sich schneller als die Planeten und entfernt sich von dieser Position und beginnt die zunehmende Mondphase. Ein Neumond hat auch eine Bedeutung in unserem Leben, weil dann sollen wir die Licht in unserem Inneren suchen, aber nicht nur suchen, sondern auch finden. Meditieren, Klarheit zu bekommen um eine bestimmte Situation und dann können wir neu orientieren. Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Zwillinge in Osthorizont auf. Das bedeutet für die Zwillingsgeborenen, es kommt etwas in Bewegung. Sie haben auch dieses Bedürfnis sehen und gesehen werden und die Zwillingsgeborenen suchen die Wahrheit oder sie werden die Wahrheit erfahren. Die Wahrheit kommt ins Licht. Aber heute wäre besser, zurückhaltend sein, meditieren, die Licht in unserem Inneren finden und somit bekommen auch die Zwillingsgeborenen mehr Klarheit und dann können sie aktiv sein. Bei Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist auch wichtig die Bewegung, auch ein Aufstieg, auch Anerkennung. Sie möchten auch wahrgenommen werden und die Gespräche, die Kontakte nehmen in die nächste Zeit zu. Bei dieser Neumond ist klug, bei den Krebsgeborenen erstmal überlegen, wen können sie vertrauen, etwas erzählen oder wann ist es besser, vielleicht schweigen. Wie der Spruch, dieser kluge Spruch auch sagt, reden ist Silber, schweigen ist Gold. Und da sollen die Krebsgeborenen erstmal überlegen, welche Kontakte sollen sie pflegen und wo bekommen sie Unterstützung und wo ist es angebracht und klug, nichts zum Sagen. Und da ist die Überlegung, eignet sich ganz gut dafür, diese Neumondposition. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen ist ein wichtiges Thema, die Liebe, Partnerschaft und jetzt kommt dazu die Karma. Karmische Erinnerungen, karmische Lernaufgabe, was eine Befreiung bedeutet und auch karmische Liebe. Das wird aktiv sein in die nächste Zeit und heute bei diesem Neumond ist auch klug meditieren darüber oder nachdenken, welche Erinnerungen kommen oder intuitiv handeln. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen haben einen Vorteil, was die Gespräche betrifft, weil sie werden eine gute Nachricht erhalten oder einen wichtigen Termin oder einen wichtigen Vertrag. In der Liebepartnerschaft begeistert etwas die Jungfraugeborenen, aber sie haben Themen des Loslassen oder von etwas trennen, verabschieden. Es ist nicht einfach, das ist schon eine Herausforderung. Noch nicht handeln und auch keine Entscheidung treffen, sondern erstmal das Verinnerlichen, was sollen sie beenden oder loslassen. Die Tierkreiszeichen Waagengeborenen bekommen Klarheit und Orientierung und das wird bedeuten, dass die Waagengeborenen wichtige Entscheidungen treffen und kommen Neuigkeiten, besonders was die Liebe, Partnerschaft betrifft.
Heute ist aber auch gut zurückziehen, zur Ruhe kommen, meditieren, nachdenklich zu sein. Was ist zum Erwarten in die Liebe-Partnerschaft? Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen ist eine rechtliche Lage sehr wichtig und da haben sie die Skorpiongeborenen Glück, weil bekommen sie Unterstützung. Aber nicht nur in einer rechtlichen Lage, sondern was die Gerechtigkeit betrifft. In die Liebe-Partnerschaft zweifeln bisschen die Skorpiongeborenen. Es fehlt auch die Orientierung und dieser Neumond eignet sich dafür, nach innen schauen und da mehr Klarheit zu bekommen, besonders was die Liebe-Partnerschaft und auch die Gefühle betrifft. Eine gute Nachricht ist unterwegs. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen haben gerade Glück, ihre Träume zu verwirklichen. Aber erstmal müssen sie das verinnerlichen. Was ist das genau, das zum Definieren? Und dazu eignet sich dieser Neumond ganz gut, weil das spiegelt etwas für die Schützengeborenen und die Botschaft ist erstmal im Klaren sein, was ist genau dieser Traum, dieser Wunsch. Diese Vision, was die Schützengeborenen verwirklichen möchten und was im Tat umsetzen wollen. Und dabei haben die Schützengeborenen Glück. Aber erstmal soll das im Klaren sein, was ist es genau, und dann als Ziel setzen und dann geht das alles mit Leichtigkeit voran. In die Liebe-Partnerschaft haben die Schützengeborenen Glück. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen ist wichtig, gerade etwas beenden, etwas loslassen, von etwas verabschieden, weil erst dann kommen die Neuigkeiten. Wenn Sie daran zweifeln oder wissen noch nicht, soll ich nicht, dann eignet sich gut für diesen Neumond nachdenklich zu sein und es auch definieren, was sollen Sie verabschieden, loslassen. Und wenn das gelingt und Sie können die Zweifel überwinden, dann kommen die Neuigkeiten und kommt etwas in Bewegung. Bei Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen wird nicht nur heute, sondern in die nächste Zeit ein wichtiges Thema sein, die Liebe-Partnerschaft, weil das spiegelt die Schicksal. Und hier gibt es auch schicksalhafte Begegnungen, weil etwas, eine Erinnerung oder eine Situation oder eine Begegnung kehrt wieder zurück von Vergangenheit. Bei vielen Wassermanngeborenen heißt es karmischen Begegnungen und hier spielt eine Rolle die alte Karma. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen bekommen ihre Rechte und haben auch Glück. Wichtig ist es, in ihren Traum vertrauen und auf ihre Intuition. Und das können die Fischengeborenen gerade verinnerlichen. Eine gute Nachricht ist auch unterwegs. Bei Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist gerade ein Heilprozess. Eine bestimmte Situation, was kränkt, kommt etwas in Ordnung. Bei Krankheiten ist wieder die Heilenergie da und auch die Lebenskraft. Bei einigen Wiedergeborenen kommen neue berufliche Richtung und es ist die Heilung. Nicht alle einzelnen Wiedergeborenen, aber eine oder andere haben diesen Wunsch, diese Berufung zum Leben. Liebe Partnerschaft ist eine gute Energie und da haben die Wiedergeborenen gerade Glück. Was die Gespräche betrifft, kann unangenehm sein oder kann auch bedeuten, dass die Wiedergeborenen warten auf eine Nachricht und es kommt nicht und da sind die Enttäuschungen. Bei Tierkreiszeichen Stiergeborenen sind Veränderungen, Umbrüche, nicht nur heute, sondern auch in die nächste Zeit. Damit können die Stiergeborenen rechnen. Keine Angst vor Uranus-Einfluss. Ich habe das wunderschön erlebt und Uranus hat mir so viel Glück gebracht in mein Leben. Also positiv begrüßen diese Uranus-Energie.
was in den kommenden Jahren begleitet die Stiergeborenen. Eine gute Nachricht, ein klärendes Gespräch ist möglich in die nächste Zeit. Und das war mein Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.